Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir möchten heute den Freedom Trail finden und um das zu schaffen, bin ich jetzt nochmal zur Street Bug Station gegangen, um den ersten Hinweis zu bekommen. Wir haben hier den ersten Hinweis. Hoppala, den wollte ich nicht erschießen. Entschuldigung. Ja, das erste ist 7A. Das Ganze ist nämlich ein Code und das sollten wir uns quasi aufschreiben. Und ja, dann gibt es hier eine rote Markierung, die habe ich natürlich nicht geschnallt, dass es das ist, nämlich hier. Seht ihr das? Das schön gepflasterte hier. Diesen Strich müssen wir folgen, dann kommen wir zum nächsten Hinweis. Fast wie bei Blau und Schlau, ne? Also verfolgen wir das Ganze mal. Ich lade mal schön nach. Es kann auch passieren, so wie hier, ne? Dass das Ganze auch mal die Straßenseite wechselt. Ja? Also. Tada. Ihr seht schon, die Strichlis führen uns hier hin. Bam. Und was haben wir hier? 4 und L. 4 und definitiv L. Ein Code. Ja. 4 und L. Sehr gut. Können wir da rein? Nö. Wir werden... Doch. Wir werden hier an einigen... Ja... Sehenswürdigkeiten, sag ich mal, vorbeikommen. Hey, das ist das Kommen. Sicher, dass du die nicht lieber einen Bogen machen willst? Momentan machen wir da hier einen Bogen. Ja, da hast du recht, weil... wir hier eh noch keine Quest für das haben. So. Jetzt sind wir eigentlich hier gefolgt, ne? Ach so, Straßenseite wechseln und so. Ja, logisch. Also wir folgen dem Strich hier, ich kenne mich schon aus. Dann geht es hier weiter, hier so. Das ist eigentlich eh nett, also total nett markiert, wenn man es mal weiß. So, und dann geht es hier weiter. Hm, so ist das gemeint, okay. Also dann hatschen wir dorthin. Ist ja ganz einfach, ne? Ist ja ganz einfach, easy, cheesy, unkompliziert. Stimmt, hier sind wir auch schon mal vorbeigekommen. Könnte sein, dass wir gleich von Ghoulen überrascht werden. Aber die habe ich eigentlich platt gemacht. 2 und A. 2 und A. Jawohl. Und weiter geht's. Hier der rote Strich. Wie gesagt, ihr müsst eben halt stur dem Strich folgen, auch wenn jetzt ein Schutthaufen drüber ist. Ihr seht hier so kleine Spürchen, das heißt, es geht da weiter, es geht hier weiter. Es ist eigentlich überschaubar. Hier sieht man es eh wieder, da geht der rote Strich weiter, das heißt so. Was? Sind die wieder da? Okay. Sind die schon wieder da? Und tschüss. Noch so ein Kerl? Noch so ein Kerlchen. Wo du sein? Den rauben wir gleich mal aus. Genug spielen. Au! Boden! Ah, eh da! Ja toll, das hätte ich mir jetzt schenken können, ne? Das war toll. Boom. Au, 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 au. Aha, da hinten ist auch so ein Zipfelklatscher. Was? Nein, den da. Und zwar, du mal ins Bein schießen. Boom. Bam. Jetzt bist du dran. Da, auf. Aha, geht noch nicht. Da müsste es halt. Boom, hab ich erwischt. Bam, jawohl. Ich jetzt noch so ein Legendär. Ich glaube, der Legendäre ist auch wieder da, ha? Dabdadam. Alter, Hancock. Lass mir auch was über. Das war ein Schuss in den Ofen. Jetzt hab's. Bam. Schön. Noch jemand? Nein. Oh. Alles gut mit dir? Ja, heilt sich gerade. Echt schade wegen Finn. Echt? Du trauerst nach da?
Ernsthaft? Machen wir da schnell auf. Hey, das sind jetzt insgesamt, ich glaube, 50 Punkte gewesen, ne? Also das nehmen wir auf jeden Fall mit. Der hat eh nichts da hinten. Bist, Alter. Die meisten, die mit mir unterwegs sind, überleben nicht. Ich bin beeindruckt. Ja, wahrscheinlich schießt du den ins Kreuz oder was. Aber danke fürs Kompliment. So, wir gehen weiter. Wir lassen uns nicht ablenken. Also, hier geht's weiter. Das ist die Frage, da um die Ecke oder darüber? Ich schau mal ganz kurz, ob es hier... Ja, perfekt. Habe ich richtig gedeutet. Supi. Ja. Ah, da. Da sind wir schon gut neighbor, ne? Supi. Also. 6O. Okay. 6O, jawohl. Dann geht's weiter. Ihr seht es hier, ne? Da so rauf. Mal schauen, ob hier was drinnen ist. Yeah, ein Sieb. Super, können wir schon Nudeln abseihen. Mm. Oh, Hühnchen. Ja, dann halt so. Boom. Yeah. Noch so ein Schnuffel. Okay, das geht nicht. Bam. Haben sich hier gerade geschaufelt. Oh yeah. Du sagst es, mein Freund. Ich sollte auch wieder mal die Buffen ändern, weil die Gegner hier sind recht einfach zu besiegen. Die Buffen ändern. Die Buffen ändern. Wir könnten mal... Nee, mit der Buffen haben wir zu wenig. Na. Bull. Ghoul-Töter. Die Schrot... Wir könnten ja auch mal mit einer Pistole wieder arbeiten. Da. Hammer gelootet. Den schon. Und den noch nicht. So, jetzt aber. Lalalala. Hat immerhin auch 24 Schuss, ne? So, da geht's weiter. Yeah. Hui. Was? Alter. Alter, hüpf mal weg. Du blöde Mistkuh. Was? Radioaktiv auch noch? Oh, die sind stark. Bam, bam, bam. Bam, bam. Au. Okay. Da kriege ich ordentlich auf die Gosch. Ja, du stirbst weg jetzt mal. Du auch. Ja, geht ja. Wieso soll man da so radioaktiv her? Ja, gib her, das klumpert. So, darf ich jetzt bitte lesen? Open. Mhm. 3E. 3E, jawohl. Ich schreibe mir das Ganze auch auf, dass wir auch die Buchstaben kennen. So. Ja, Alter! Ach, können wir wieder Buffen wechseln. Auf zum Scharfschützengewehr, ne? Na, das will ich haben. Fulila. Was bist du eigentlich? Bist du auch so ein... Ich nehme den jetzt. Na, Mist. Ich habe viel zu viel Munition, ey, und vier schlechte Waffen. Ja, was nehme ich denn? Gut, da bringt sich hier nichts. Ich würde sagen, das Gewehr vielleicht. Wie viel Schuss hat er? 12. Ja, au. Ja, jetzt bleibt er stecken, der Kasper, ne? Ja, das hat super hinkaut, ne? Au! Ja, sicher eine Bombe. Ach komm, du Scherzkeks. Zum Glück hat es automatisch gespeichert. Ist ja ungeheuerlich, sowas. Frechheit. Das ist echt nicht witzig gerade. Wieder Waffenwechsel.
So. Was hatte ich denn jetzt? Wo ist denn der Kerl jetzt? Der da war's, glaube ich. Na, echt großartig wieder. Dann machen wir uns auch gesund. So. Also, Bam. Wow. Stimmt, auf die habe ich vergessen. Ey. Warum leckt's gerade? Das würde mir auch interessieren. Lol. Da drüben ist halt auch so ein Trottel. Ja, ja, ist logisch. Das wollte ich gerade nicht, aber ist ja wurscht. Der geht ja nicht. Ja, Arschloch. Ey, hör auf zu wackeln. Ja. Und was willst du, Zipfelklatscher? Au! Ja, würdest. Nein, ich will das. Alter. Das gibt's ja nicht. Wieso schießen die denn so gut? Diese Schwachköpfe. Ich will nicht heilen, ich will, dass du. Ey, meine dummen Finger. Ich müsste mich mal irgendwo verstecken können. Wow, wup, 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 wup. Stufe aufgestiegen. Den Deppen erwische ich halt auch nicht, ne? Ja. Ach, halt die Klappe. Also die Waffe ist jetzt endlich mal hin. Ist ja unglaublich. Ja, meins. Na, so geht das nicht. Echt, komm her. Ich schieß die weg, du Arschloch. Ja, jetzt geht's natürlich wieder nicht, ne? Bumm, ja. Diese blöde Ausdauer. Ja, das ist natürlich sowas auch noch, ist logisch. Ja, ja. Au. Hörst du mal auf zum Schießen? Und? Bäm. Geht ja. Ha. Wenn man das Scheißding da auch noch. Aua! Ja, ja. Ey, ist ja unglaublich. Ja, natürlich geht's wieder nicht. Bam. Nachladen wäre nicht schlecht. Hancock, wie geht's dir? Ja, natürlich ist wieder eine Bombe da. Ist logisch. Du blöder Trampel. Geht ja. Tschüss, du Chopper. Sollen wir was essen? Habe ich nichts mehr. Ah, nicht schlecht. Dann tun wir was essen rein. Ah. Was denn eigentlich für eins? Eichhörnchen im Stiel könnte man mal verknuspern. Mahlzeit. Ah. Noch so ein Choppel? Hör auf! Geht's dir wieder gut, mein Freund? Ja. Schaut nicht so schlecht aus. Du wirst gleich eine kleine Schlampe kriegen, wenn ich mit dir fertig bin, du Zipfelklatscher. So, mal diese Leute hier da. 3i. So. Ah, da geht's dann rauf. Na gut, aber zuerst müssen wir die Hampelmänner da besiegen. Naja, müssen nicht, aber wenn sich schon mal so toll anbietet. Wo bist denn du, Chopper? Ist jetzt Ruhe? Trampel. Ja. Hm, eine Kochstation. Jetzt ist da noch jemand. Boden, bitte.
Alter. Wo ist der jetzt noch wer? Da oben. Na toll. Würdest du laufen? Wo ist denn hin? Da! Natürlich geht's nicht ausdauernd so. So, sind wir fertig? Oder ist noch so ein Würstel? Alter, warum legt denn das heute so? Irgendwas stimmt heute nicht. Ich muss das dann nachher anschauen noch. Irgendwas passt da heute nicht ganz. So. Gehen wir wieder runter. Ein paar nette Erfahrungspünktchen einkassiert, das passt ja so. So, dann müssen wir da raus. So, da raus. Und jetzt nur nicht verlaufen. Hoffe ich mal. Alter! Warte, da bin ich falsch. Das war da drüben, ne? Großartig. Ja, Kacke. Wo war der Dreck jetzt? Ich hab doch darüber gemusst, ne? Ach da, einfach den Leichen folgen, dann geht das schon. So, da sind wir wieder. So. Also hier weiter. Ach so, ja, natürlich. Level Up hatten wir auch. Oh. Wie haben wir denn da? Ja, bist hin? Jo. Schaut nicht schlecht aus. Jackpot. Ja, ne? Jackpot, lol. So. Aha, Super Mutantis. Aber die müssten wir alle schon mal besiegt haben. Ein Raider. Ja, ja, schon gut. Ein Mutantenhundi. Haben wir ihn erwischt? Ja. Hammer. Ich glaube, ich bin schon wieder überladen. Alter, diese Fliege da. Das ist eine Fliege im Zimmer, die nervt total. So, nochmal in den Arsch schießen, bitte. Da kommt was. Achtung. Da bist du ja. Hancock, ey. Was habe ich denn jetzt gedrückt? Weg mit dir, du Saufiech. Bam, bam, bam. Komm. Bam. Na, Hancock. Halt, wütend. Ja. Yeah. Alter, was? Von wo denn? Da oben. Uff, würde ich sagen, da probieren. Wird wahrscheinlich nichts bringen. Nein, 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 der piepst. Ich habe ihn zu spät gesehen. Ein Selbstmörderkrüppel. Ich dachte, das geht's hinaus. Alter, also bin ich schon wieder überladen. Das kann ja nicht sein. Dreck, verdammter. Ma. Da bräuchte es schon Tausender Inventar, damit da was geht. Ja, sicher bin ich da. Da ernst jetzt. Boah, dieses automatische Speichern ist echt bäh. 3i. Und das, warum leckt das heute so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nichts eingeschaltet. Na, ist das scheiße. Mann, ey. Kein Bock auf euch, depperten Raider, echt. Ja, aber Hancock will, ne? Ja. Er will die unbedingt.
Ja, würdest du bitte? Hallo. Ja, natürlich. Ausdauer. Wir haben ja das nicht. Ja, ja. Ich will das ganze Klump auch ehrlich gesagt. Ja. Natürlich geht's dann. Ja. Wieso geht jetzt schon wieder so langsam? Choppern? Warum gehst du so langsam? Ja. Choppern? Da oben ist eins. Zwei. Du spinnst ja, choppert. Noch eins, ey. Noch eine. Ey, jetzt ist aber genug. Was da hinten war, Alter. Was ist mit dir, alte Schachtel? Ja. Ja, ja. Ja, da ist auch so ein Trottel. Ja, ja. Ich sehe nichts mehr und trotzdem schießen, ne? Wie ein Luden. Tja, ist jetzt mal Ruhe hier. Ah. So. Chopperl, alles einsammeln. Ah, was haben wir da? So was. Ferkel. Ha? Jetzt schießt da hinten noch einer. Ah ja, der Trottel da oben war es, glaube ich, ne? Moment, nicht da oben? Hä? Wo war denn der Depp? Da oben, ne? Was war denn das jetzt? Ah, okay. Beim Rauf, da hat der Hancock eigentlich recht. Ja, ja. Da gab nämlich. Ja, genau. Alter. Der ist jetzt schön gestorben. Übrigens, Snooki. Du kriegst jetzt gleich mal ein paar Sachen, bevor ich wieder hoffnungslos überladen bin. So. Da kannst du was haben. Da. Jo. Dann Kleidung. Und jetzt gehe ich auch speichern, das ist übel. So. Das auch. Die auch. Na toll, ich müsste mal reparieren gehen, drum fresse ich so viel. Traumhaft. Na, nicht so. Dab, 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 dab. Dann nicht so. Schrott. So, das passt schon mal. Ach, ich verdrücke mich da immer. Fürchterlich ist sowas. Da. Nachladen. So. Jetzt gehen wir Vollgas. Nein, das war falsch. Darüber. So. So, wir sind jetzt hier. So. Ach Gottchen, da ist immer noch jemand zum Looten. Ach Herr Jemini. Die sind fertig und der ist auch fertig. Gut. Das heißt hier lang. Das heißt speichern. Bevor ich es wieder verhau. So. Jetzt aber. Ram, da, ra, ram, da, ra, ram, da, ram, da, ram, da, da. Komm her, du Trottel. Bläh. Wo schießt du hin? Ja, betrunken halt. Ich sag's immer wieder. Was, du lebst noch? Was? Da ist eine Bombe? War das jetzt gerade der Supermutant oder hast du die jetzt geschmissen? Na, wer will denn das haben? So. Heilen. Was, wer redet denn da? Irgendwer redet da. Und ich weiß gerade nicht, wo der andere hin ist.
Schau, das hätte ich auch liegen lassen. Man tut, was man tun muss. So, also darunter. Was ja sehr super ist. So. Da drüben gibt es auch so einiges Gerümpel. Na? So. So. Da auch. Ja, da hatten die wohl eine Geschäftsstelle. Das kommt uns jetzt eigentlich zugute. Bitte, wer quatscht denn da? Da drüben irgendwer. Warte mal. Ich tue es nochmal speichern. So, jetzt aber. Ja, was denn? Das ist denn da hinten los? Ja, den treffen ist halt so eine Kunst, ne? Da müsste ich schon wieder die Waffe wechseln. Und ich muss genau da rein. Aha, da unten geht's rund. Mit der Sache kommst du nicht so einfach raus. Bitte, du musst mir helfen. Dieser Typ ist ein Sünder und er will mich töten und meine Familie und mich ersetzen. Gott, meine Kinder. Lass sie aus dem Spiel. In Wahrheit ist er der Sünder und will mich ersetzen. Bitte, bitte, du musst mir glauben. Du darfst das nicht zulassen. Da clasht es wieder. Wow. Das war der Selbstmörder. Verhören, das geht mich nichts an. Warte. Töte ihn endlich. Niemand stirbt. Beruhigen wir uns erstmal. Hier muss niemand sterben. Nein, er will mich tot sehen. Er wird niemals aufhören. Ich muss ihn töten. Hör nicht auf ihn. Er wird alles versuchen, um dich zu überzeugen. Was soll ich denn jetzt machen? Du solltest ihn töten? Erledige dich eigenhändig. Wie ist das passiert? Warum erzählst du mir nicht, wie das alles passiert ist? Wie das? Okay. Ich war unterwegs nach Bunker Hill. Als ich um eine Biegung kam, war da dieser Typ. Ich. Mit gezogener Waffe. Schussbereit. Ab da ist alles verschwommen. Wir haben eine Weile gekämpft, aber ich habe gewonnen. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Er ist der Sünd. Gehst du jetzt aus dem Weg? Nimm die Waffe runter. Nimm einfach nur die Waffe runter. Dann können wir über alles reden. Ich, na gut. Yeah. Ich nehme die Waffe runter. Oh, Gott sei Dank. Jetzt muss ich nur noch zwei Gräber ausheben. Wenn du es so haben willst. Was? Du Ferkel! Ich kann nichts sehen! Ja, ich sehe dich auch gleich nicht mehr. Arschloch. Großer Gott. Alles gut? Ich sagte, du sollst verschwinden. Freundlich. Echt, jetzt helfen wir da einem? Sollte doch in Gatsch rupfen. So, Hancock, was hast du da oben fabriziert? Ich habe nur gehört, dass es Boom gemacht hat. Ah. Ja, da vorne ist halt so ein Mutanti, ne? Das hat super hingehaut. Ja, das haut super hin. Ich treffe echt viel. Boah, ey. Ja, bist du gescheit. So, gut. Da oben ist noch so ein Trottel. Aber der Piep, Piep, Piep ist weg, wie es ausschaut. Der Selbstmörder. Die anderen haben keinen Bock, oder wie? Jesus, Marantana. Ja, schaut so aus, dass die keinen Bock haben. Also, hier müsste irgendwo ein Hinweis sein. Da ist es schon. 5R. 5R, jawohl. 5R.
Dann, was haben wir da? Fleischsackele. Wo nichts drinnen ist, gescheit. Und da tun wir wieder speichern. Weil das lief ja gerade gut. Erstaunlicherweise. Das Geräusch da. Was das heißt? Abschied, ne? Yes, das Marantana. Wo bist denn du, Luden? Au! Trifft er mich, die Sau? Da! Raketenwerfer! Raketenwerfer! Alter! Ist er hin? Irgendeiner ist gestorben. Wow, 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 wow. Okay, sind beide tot. Puh. Gott sei Dank. Ach, Hancock, wir haben es gebackt. Da backt, jawohl. Geschafft. Was haben wir da? Yeah. Gell? Patrönchen, Patrönchen. Viele, viele Patrönchen. Chemkiste, jawohl. Supi. Perfekt. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Hancock, hallo. Lass mich mal. Achso, Level Up. Ich bin Gimbal. Ich muss da ja auch noch was machen. Wartet mal. Ganz kurz. Also, so und so. Was skillen wir denn? Das wäre halt auch nicht schlecht, ne? Aber ich müsste schon mal auf den Schmied gehen, wenn ich, was ist der Schmied? Nein, ich behalte die einfach so auf. Oh je, Hacken wäre auch super. 26. Entschuldigung, ich werde das wahrscheinlich machen müssen. Oder ich mache jetzt die nächsten Parts wirklich die Siedlung. Ich mache, glaube ich, in den nächsten Parts die Siedlung und werde den Skillpunkt jetzt aufbehalten, damit ich mich nicht verskille. Machen wir so. Ich will die Siedlung unbedingt mal ausbauen, also so richtig eine hübsche machen. Also nicht nur Sanctuary Hills hübsch machen eigentlich, so, also hier lang, sondern auch, also doch da lang. So, noch eine zweite hübsch machen. So, ja. Okay. Zack, mal schauen, was da drinnen ist. Was zum, Entschuldigung, hallo. Das war jetzt nicht meine Absicht, ich dachte, da wäre was versteckt, ne? Aber in Wirklichkeit ist ja... Au! Chopral! Spinnst? Da, stirb weg, du Sau! Entschuldigung, ist ja wahr. Oh, ich bin überladen, ne? Bitte, wo bin ich denn jetzt schon wieder hingeraten? Ja, den treffe ich in 100 Jahren nicht. Ja, natürlich muss ich nachladen. So, jetzt müsste Ruhe sein. Hancock? Wo ist denn der Kerl schon wieder? Wie viel bin ich denn schon überladen? Da muss ich mal kurz ausmilden. Ach, so ein Drum. Das wird er wohl noch schleppen können. Hancock? Hallo? Kumpel? Ich glaube, da hinten ist schon wieder so ein Kackviech. Hancock? Wo ist denn jetzt schon wieder hin? Cool Gesicht. Wo ist denn... Hallo? Cool Gesicht, wo bist du denn? Der ist irgendwie weg. Da oben steht er. Hancock, spinnst du? Hey,
Du musst es nur sagen. Ja, handeln. Hier drüben. Ist kein Problem. Wow, das ist ein Supermutant. Alter, der Hancock macht mich fertig. Das habe ich dabei. Na, du sollst mir was abnehmen, nicht was du dabei hast. Zum Beispiel das, damit wir uns mal porten könnten. So, kommst du jetzt mit? Der spinnt, oder? Wir können uns doch hierher porten, das sehe ich doch richtig, oder? Ja. Ich muss ausmüllen gehen und zwar werden wir den ganzen Krempel wieder einmal hierher bringen. Ja, das machen wir. Und dann können wir im nächsten Part vielleicht schon damit beginnen. Wenn wir eben die Freeroad Trail da fertig haben, können wir vielleicht schon beginnen, die Siedlung auszubauen. Das würde mir sehr, sehr freuen tun. Da müsste ich auch noch mal ganz kurz vielleicht, wenn es nicht anders geht, ja, nach Sanctuary Hills gehen, um zu schauen, ob ein Händler da wäre, um Beton kaufen zu können. Boah, da haben wir echt viel zu tun. Achso, Hancock. Entschuldigung. Den Kerl muss ich ja außen auch noch entmüllen. Dann, Hancock, kommst du mal her? Bitte? Hey. Stucki? Was brauchst du? Klar. Alles. Wirf mal einen Blick rein. Was? Achso, ja. Sein depperter Hut schon wieder. Ja? Dreispitz. Bitte. So. Boah, ne? Heute ist auch mal ein bisschen ein nebliger Tag, aber trotzdem irgendwie schaut schon bald aus wie beim leuchtenden Meer. Hm? So. Ich muss dann hier unbedingt ausbauen. Das hat bald schon eigentlich oberste Priorität. Also, weg mit dem Klumpert. So. Dam-da-dam. Warte mal, Ghoul-Töter. Das lassen wir noch. Tja, die tue ich weg. Genauso wie die da. Die behalte ich. Die macht schön Schaden. Die tun wir weg. Die auch. Die lasse ich noch in Gottes Gnaden. So, dann hier. Das kommt alles weg. Weg, 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 weg. Dam-da-dam-da-dam-da-dam, dam-da-dam-da-dam-da-dam, dam-da-dam-da-dam-da-dam. Das auch. Yep. Boah, ich müsste echt mal nach Sanctuary Hills gehen. Ich müsste meine Rüstung dringendst, also meine Power-Rüstung dringendst reparieren. Dann wäre der Party auch zu Ende. Aha. Ja, wartet mal. Sturm zieht auf. Wisst was, das mache ich noch. Es geht ja fast nicht mehr anders. Ich muss das leider schon so machen. Und dann geht's zurück zur Free Road. Ich will nicht, dass es lädt. Mach hinne. Aber wir sind ja schon gut vorangekommen. Wir haben schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wörter haben wir schon. Süpi. Ist ja toll, toll, toll. So. Also. Eines Tages wird Sanctuary eine pulsierende Gemeinde sein. Wahrscheinlich, ja. Ja, das ist toll. So, so, jetzt. Ah, welch Wohltat. So. Und dann gehen wir reparieren. So, also reparieren. Jo. Reparieren. Nicht das? Ja. Das. Jawohl. Das hier. Mhm. Das da. Jupp. Den hier. Jupp. Und fertig. Fein. Jupp. Dann können wir noch schnell schauen, ob wir unsere Buffen aufbessern können. Ich steig aber. Nein, darf ich noch nicht. Wartet. Ach, herrje. So. Ja. Wo ist denn jetzt die kleine. Die Buffen? Das war die hier, ne? Schauen wir mal.
Können wir denn irgendwas machen? Da ist schon der verbesserte Verschluss. Außergewöhnlicher Schaden. Ja, das brauchen wir eigentlich eh schon. Außergewöhnlicher Schaden. Das darf ich gar nicht wegtun. Verlängerter Lauf. Das wäre nicht so schlecht. Machen wir das dazu. Standardgriff. Erhöht Rückstoßdämpfung. Mhm. Ja, ja, das wäre auch nicht schlecht. Dann Schnelllagegeschichte. Schnelllage, genau. Schnellladegeschichte. Haben wir auch. Dann leuchtendes Visier. Können wir auch noch was verbessern. Aber nicht so recht den Schaden, ne? Aber ist ja wurscht. Können wir das noch machen? Und Schall vom Dämpfer. Ja. Passt, glaube ich. Gut, gut. Dann bei dir, Herzchen. Ja, da können wir auch noch verbessern. Oh, danke schön. Sie ist so nett, unsere Ada. Scharfschützendingens müsste passen. Das passt auch. Ziel vom Fernrohr passt auch. Keine Mündungsbremse. Jo. Da ist. Ja, da fällt mir noch die Wissenschaft. Kellogg's Frostis Pistole-Tole. Aha, die können wir auch schon stark verbessern. Supi. Das freut mir. Das haben wir geschafft. Das passt. Da ist auch gut. Standardvisier. Oh. 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 Nehmen wir das auch mit. Supi. Passt. Ist hier jetzt auch böses. Warte mal. Ist hier jetzt auch böses Gewitter oder was? Was haben wir denn da alles noch? Oha. Oha. Oha, da geht auch einiges. Verändert den Magazintyp zu Kaliber 45. Keine Ahnung, ob das gut ist, aber es würde sackrisch viel Schaden machen. Ich nehme das einfach, das ist mir wurscht. Werden wir schon hinkriegen. So, was haben wir da noch? Können wir eigentlich auch gleich mitmachen. Ich hoffe, du findest deinen Sohn. Ja, wir sind eigentlich auf der Spur. Im nächsten Part könnte es schon wieder was werden. Ich bin zuversichtlich. Mündungs von der Bremse. Nö, passt alles. Ja, 35 Schaden. Oh ja, 45er Dingens haben wir mehr als genug. Munitionchen. Können wir da noch irgendwas machen? Ich glaube schon langsam geht mir da alles zu Neige, ne? Ja, mach nur. Man denkt, man ist sicher, aber man ist es nicht. So kriegen sie einen immer. Aber sie sind nicht immer so schwarz, Gnädigste. So, was haben wir da noch alles? Nichts, was wir machen können, weil alles da gräulich hinterlegt ist. Na, kommt da rein da. Leuchtvisier. Ja, können wir eigentlich schon machen. Gezackte Mündungsbremse. Ja, wären wir auch dafür. Fisch. Passt. Ich glaube, das ist schon mal gut. Ja. Die Buffen haben wir ja. Das müsste auch passen. Alles gut. Verlassen. Was jawohl. Was? Was? Wer will uns umbringen? Niemand. So, die Mods verpacken wir gleich alle wieder in unser Inventar. Tschüssi, tschüssi, tschüssi. Waffenmäßig. Ich trage zu viel rum, ich weiß. Was haben wir da jetzt? Warte, du bist ein 45er. Haben wir noch eine 45er? Nee. Dann würde ich sagen, ich tue die da weg. Die Pistole behalte ich noch ein bisschen. Und würde sagen, belassen wir es mal dabei. Wir tragen echt viel Kraft rum, mit uns rum. Das ist nicht so super eigentlich.
Schrott, der ganze Schrott. Ach so, den wollte ich drüben abladen. Ja, ist eh wurscht. Hauen wir es dann auch hier hin. Was wir brauchen, holen wir dann einfach von da. Und gut ist. So. Wieder rein in die Rüstung von De Bauer. Für einen Kampf bin ich wohl nicht mehr zu gebrauchen. Zuerst Transfer, glaube ich, ne? Also, das muss hin, das, das und das. Dann. Fusionskernchen müsste auch passen. Aber früher nannte man mich Wahnsinn. Ja. Wenn man dir, glaube ich, so ein Dingens wieder gibt, dann bist du auch wahnsinnig. So. Also rein damit und gut für heute. Also ist dann gut für heute. Passt. Ja, im nächsten Part, wie gesagt, machen wir weiter mit der Free Road Trail. Und vielleicht gehen wir dann schon die Siedlungen an. Kommt drauf an, um welche nachfolgende Quest es sich handelt. Würde ich mal vorschlagen. Jo. Und somit bedanke ich mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und irgendwie ist der Hancock, ach nein, das ist die Piper. Der Mandel sah gerade aus wie der vom Hancock. Jetzt dachte ich, boah, der arbeitet hier schon. Nee, war ein falscher Alarm. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!